Ja, wir sitzen hier im Weingarten vom Pegino Pilger Shop und neben mir sitzt Ansgar Möller, der Inhaber des Ladens. Und ja, Pegino hat uns schon so ein bisschen begleitet während unserer Pilgerausstellung Wege in den Himmel. Und wir hatten einige Sachen, die wir bei uns mit dem Museumshop verkauft haben. Und zum ersten Mal hatte ich Kontakt zu Pegino auf der Pilgermesse in Hamburg. Da war ich am Stand und hatte mir mal das Angebot angeguckt und da war mir schon aufgefallen, dass Pegino wohl ja wahrscheinlich mit einer der größten Anbieter von Pilgerreisen ist, die auch individuell sehr detailreich geplant sind und so weiter. Seit wann gibt es das Unternehmen und seit wann, wann hat es begonnen? Wie hat das angefangen? Also die erste Begegnung mit dem Jakobsweg liegt bei mir persönlich schon lange zurück. Und die Idee, dann Pilgerreisen zu machen, ist eigentlich entstanden aus meiner eigenen Pilgerreise 2004. Und es kam immer wieder Nachfragen von Freunden und Bekannten, die wollten gerne auch pilgern, aber die haben sich das nicht so zugetraut, wie damals überwiegend gepilgert wurde mit Pilgerherbergen und den Rucksack selber tragen. Das waren Leute, die früher in der Kirchengemeinde hier in Bremen gearbeitet haben. Das waren ältere Leute, die wollten gerne Gepäcktransport haben und auch möglichst dann Einzelzimmer oder Doppelzimmer schlafen. Und für die habe ich dann angefangen, meine Reise zu organisieren. Und das lief so gut, die Nachfrage war immer mehr und ich hatte sowieso Lust, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und dann habe ich gedacht, mache ich doch ein Unternehmen, was über solche Reisen ermöglicht, dass Leute mit bestimmten Einschränkungen dann auch auf den Jakobsweg bringt und denen das Pilgern möglich macht. Ah ja. Und dann gab es auch zu Anfang schon einen relativ schnellen Online-Shop, habe ich gehört im Vorgespräch. Was gibt es da zu kaufen? Also die erste Idee für den Online-Shop war nur, ich fand es damals faszinierend, das war, man ist jetzt schon fast historisch, obwohl es ja noch nicht wirklich so lange her ist, aber damals fing das mit den Online-Shops an. Ich fand das einfach spannend und hatte auch Zeit übrig und habe gedacht, ich verkaufe da so ein paar Sachen, die es in Deutschland halt nicht so zu kaufen gibt. Und dann, also die Muscheln, die spezielle Jakobsmuschel, die man dann an den Rucksack hängt, solche Sachen, das wurde immer ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. Da hatte ich die Idee, machst du vielleicht auch noch einen Rucksack, nimmst du mit rein oder so. Und der Shop lief immer besser und so ist dann parallel zum Reiseveranstalter der Online-Shop entstanden. Naja, und inzwischen gibt es dann noch den Weinladen dazu. Wir sitzen hier vorm Weinregal. Ja, also der Hintergrund dazu ist, also im Grunde muss ich meinen ersten, also den Kunden auf den ersten Reisen Danke sagen dafür, für diese Idee. Die wollten, also der Jakobsweg, der Camino Francés, der in Spanien der Hauptweg. Der geht auch durch Weingebiete, zum Beispiel die berühmteste ist die Rioja, und die wollten halt dann immer mal nachmittags nach dem Pilgern eine Bodega besichtigen und waren total begeistert von den Weinen, die es dort gab. Und ich sollte die dann, weil sie alle geflogen sind, ich hatte das Auto dabei, ich sollte die dann mit dem Auto nach Deutschland bringen. Und das hat sich dann so ein bisschen verstetigt und irgendwann ist aus dieser Idee dann der Weinladen hier geworden. Okay. Das heißt, dann fährt immer nachher auf dem, wenn die Pilgertour zu Ende ist. Genau, ja, genau. Wir probieren ja auch einen guten Tropfen. Prost. Das heißt, wenn die Pilgertour dann vorbei ist, dann fährt ihr Auto voll beladen mit Wein jedes Mal wieder nach Hause, weil die ganzen Pilger sich unterwegs alles Mögliche ausgesucht haben und Ja, das. inzwischen ist es so, dass wir den Wein natürlich auch online verkaufen in so einem Pilgershop und wir haben sogar jetzt, also dieser Weinladen hat einen eigenen Namen gekriegt, Cambino heißt er und wir verkaufen jetzt auch über den Shop, der heißt jetzt auch für den Wein Cambino, also der Camino, Jakobsweg und Wein, Vino, die Kombination daraus und das hat sich so etabliert, dass natürlich, wenn ich mit dem großen Auto, was ich sonst benutze, um die Kunden zu transportieren, nach Deutschland zurückfahre, dann ist der natürlich mit Wein und anderen Dingen voll, die man sonst in Spanien nur kaufen kann. Aber natürlich reicht das lange nicht mehr. Also ein Auto ist auch nur belastbar. Also wir greifen natürlich auch inzwischen auf Speditionen zurück und so. Also es geht nicht mit dem LKW runter jetzt. Nee, dafür, so groß sind wir nicht. Es ist zwar alles schön gewachsen, aber so groß ist es nicht. Und wir arbeiten ja auch überwiegend mit kleineren Bodegas zusammen. Das heißt, wir bestellen dann allerhöchstens zum Beispiel 600 Flaschen oder sowas und nicht 60.000 Flaschen oder so. Da braucht man den LKW. Ansonsten ist es eine Palette auf so einer Speditionswagen. Naja, okay. Und dann, ja,
also die Leute, um mir das mal so vorzustellen, ich hatte mir das auch auf der Internetseite schon mal angeguckt, die buchen das entweder als Gruppenreise oder als Individualreise. Und das heißt, wenn sie es als Gruppenreise buchen, dann ist das eine feste Gruppe, ein Freundeskreis oder so, der an sie herantritt und dann eine Gruppenreise für sich bucht. Und das andere, die Individualreisen, da gibt es eine Mindestteilnehmerzahl letzten Endes, oder wie funktioniert das? Nee, das ist, also man kann auch sagen, ich und mein Mann wollen pilgern und organisiert mir mal was. Oder ich will alleine oder ich will mit 5 Freunden pilgern. Und die Gruppenreisen, die es bei uns, die man bei uns buchen kann, das sind zu festen Terminen, da meldet man sich dann an, aber aus dem ganzen deutsch sprechenden Bereich sozusagen melden sich Leute an und die Gruppen sind in der Regel dann begrenzt auf 16 Leute höchstens, damit man sich auch noch gut kennenlernen kann. Und man muss auch nicht mit den 16 zusammen pilgern, also in der Regel laufen alle einzeln oder wie man das will, mit Freunden und so. Und aber es, was klar ist, ist, man meldet sich zum festen Termin an und wir organisieren das drumherum, also natürlich die Unterkunft. Wir erklären auch, was es abends zum Essen gibt und Frühstück ist in der Regel so südländisch schlicht, da braucht man nicht viel erklären. Und wir helfen, wenn es Probleme gibt oder manchmal kann jemand nicht mehr so gut laufen, weil er gerade in dem Augenblick krank ist oder das Knie zwickt, dann bringen wir die Leute auch schon mal ein Stück der Strecke oder holen sie ab, wenn es Probleme gibt oder gehen auch schon mal zum Arzt mit denen, wenn der krank ist. Also es gibt immer eine Reiseleitung dabei, die Spanisch und Deutsch spricht oder Portugiesisch haben wir inzwischen auch dabei und die dann die Pilger dabei unterstützt, dass sie relativ sorgenfrei pilgern können. Also im Gegensatz zum Beispiel zu den Pilgern, es gibt manche Pilger, die mit Rucksack und Pilgern und den Pilgerbergen schlafen, die manche von denen machen sich den ganzen Tag Sorgen, ob sie abends noch das tolle Bett kriegen in der Herberge, die sie am liebsten hätten. Ja. Und kommen dann vor lauter Sorgen gar nicht mehr zu pilgern. Das Problem hatten wir bei uns nicht. Also ein bisschen pilgern. Deluxe, entspannt, alles ist gut organisiert, mit Begleitfahrzeug. Und man kann also stöhnen tun sie genauso, weil die Knochen tun genauso weh. Also. Okay, das heißt, der Effekt, der bleibt. Weil das wäre auch was mich wirklich interessiert. Wir haben ja bei uns in der Ausstellung in Stade Wege in den Himmel uns sehr mit dem Pilgerwesen jetzt in Norddeutschland beschäftigt, aber unsere Partnerausstellung in Lüneburg, da ging es ja wirklich um die Fernwege nach Santiago, nach Rom oder nach Jerusalem. Für die Pilger im Mittelalter war es ja auch immer wichtig, waren das oft sehr bescheidene Reisen. Man hat sich sehr zurückgenommen, man ist sehr reduziert gereist. Man konnte sich das ja auch, das war ja wahnsinnig teuer, war unheimlich aufwendig. Deswegen war das auch häufig, ja, ist das unter ärmlichen Verhältnissen abgelaufen, das Ganze. Heute suchen dann die Pilger doch schon, sag ich mal, den bequemeren Weg. Also sie nehmen noch die Last des Wanderns auf sich, aber alle anderen Sachen dann abends mit dem Bodega-Besuch und so, da sollte schon die Atmosphäre gut sein. Oder gibt es auch Pilger, die sagen, nee, wir wollen das alles gar nicht, wir sind nur mit uns unterwegs und wo es noch so ganz reduziert ist, auch so in Erinnerung an den Ursprung des Pilgerns. Also es gibt einige, die das ganz bewusst machen, das sind ganz wenige, die zum Beispiel auch ganz bewusst ohne Geld pilgern und schauen, was dann passiert. Das kenne ich aus meiner Pfadfinder-Vergangenheit auch noch, das haben wir auch schon mal gemacht. Aber das sind ganz wenige Menschen. Die allermeisten Menschen haben so viel Geld dabei, dass sie, es ist immer noch relativ günstig, wenn man wirklich in den Pilgerbergen schlafen will, weil das sind sehr schlichte Unterkünfte häufig noch und da kommt man mit 10 Euro immer hin. Manche Pilgerbergen kosten auch nur 5 Euro. Und also es pilgern auch Menschen, die wirklich mit ganz schmalem Budget pilgern. Und aber das ist, also es gibt viele, die eigentlich potenziell mehr Geld ausgeben könnten. Ja. Auch unsere Kunden manchmal erzählen dann auch von ihren Kreuzfahrten. Ja, ich denke manchmal, unsere Pilgerreisen, die sind organisiert und so weiter und die sind auch nicht ganz billig, denke ich manchmal. Aber wenn ich weiß, was eine Kreuzfahrt kostet oder so, dann sind die immer noch günstig. Aber es gibt schon so immer den Hintergrund, sein Leben für die Zeit der Pilgerreise schon ein bisschen zu reduzieren, also auf Annehmlichkeiten zu verzichten. Allein schon dadurch, dass man nicht mit 2 Koffern und so weiter anreist, dann
dass man wirklich den ganzen, das Programm des Tages ist ja nicht irgendwie irgendwelche Ausflüge, wo man Sehenswürdigkeiten sieht. Ab und an ist eine Stadt dabei, wo eine tolle Kathedrale ist. Aber das Programm ist eigentlich nur, ich gehe heute diese Strecke. Und wir machen jetzt auch nicht immer kunsthistorische Führungen oder so, wir sind keine Studienreisen, sondern es geht schon wirklich, sich auf das Gehen zu konzentrieren. Und beim Gehen ist automatisch, ich sage mal, es gibt nur eine natürliche Geschwindigkeit und das ist das Gehen. Und nur dort erfährt man sowas wie Entschleunigung. Und da ist Fahrradfahren schon viel zu schnell, finde ich, immer auf dem schönen Jakobsweg. Und deswegen ist es schon immer eine Reduzierung auf weniger. Ja. Und für manche ist es, manche wandern mit dem Rucksack, der wiegt 5 Kilo. Ja, das sind die Leute, auch die in Pilgerbergen übernachten oder so. Da ist es natürlich eine Reduzierung, aber sehr, sehr wenig. Ja. Unsere Kunden haben in der Regel ein bisschen mehr dabei, aber es ist auch limitiert bei uns, das Gepäck. Und, aber das ist für viele schon eine totale Limitierung schon. Und in der Regel ist es so, nach ein paar Tagen genießt man das. Ja. Ja. Alles, was man dabei hat, kennt man. Ja, es soll aber schon Urlaub sein, das ist den Leuten dann schon auch wichtig. Also die Herausforderungen sind ein bisschen auf der einen Seite, aber es ist für die meisten ist es ja dann auch, die meisten Reisen, die sie anbieten, sind ja, habe ich gesehen, so 10 Tage lang. Man kann auch mal 2 hintereinander buchen, dann ist man 20 Tage unterwegs, ja. Aber das ist ja durchaus noch so eine, sind ja noch die 2-3 Wochen Sommerferien, sag ich mal, die man hat, oder Urlaub, die man sich nimmt, auch von der Arbeit. Ist denn da der Altersdurchschnitt so, dass die meisten schon pensioniert sind? Oder also wir haben, auch ab und an mal jüngere Kunden, deutlich jüngere Kunden oder Kundinnen dabei, aber das fängt in der Regel so bei Mitte 40 an. Und es sind nicht alle schon pensioniert. Also sind viele dabei, die wirklich einen Jahresurlaub sozusagen aufteilen müssen. Und für die ist dann so eine 11-Tage-Reise natürlich besser, weil sie dann im Sommer eventuell mit ihren Kindern nochmal los müssen oder mit dem Lebenspartner nochmal nach Mallorca zum richtigen Entspannen sozusagen fahren. Ja. Und wir haben aber auch eine ganze Reihe dabei, die sind schon im Ruhestand und die pilgern dann manchmal sogar 2-mal im Jahr oder jedes Jahr wieder. Also wir haben einige Kunden, die sind seit Entstehen dieses Unternehmens immer mal wieder dabei oder jedes Jahr dabei. Und also es ist ein großes Spektrum, aber das Alter, der Altersschnitt ist doch eher deutlich hinter 50. Also. Ja. 50. Ist auch unser Museumspublikum ist auch, bewegt sich da auch da ein gleiches Publikum. Wahrscheinlich haben wir da eine große Schlüsselschnittmenge. Das stimmt. Ja, aber gibt es dann, wenn es jetzt, Sie sagten, es gibt jetzt kein kunsthistorisches Beiprogramm, oder zumindest ist das nicht, steht das nicht im Fokus? Vielleicht mal nebenbei, wenn man mal an was Interessantes vorbeikommt, wird darüber gesprochen oder berichtet. Aber das ist nicht, es ist nicht so, dass gezielt jetzt solche Destinationen angesteuert werden oder Orte gezielt besucht werden. Gibt es ein spirituelles Beiprogramm? Also ich selber komme ja aus der Kirche, ich bin Theologe, ausgebildeter Theologe, habe lange in der Seelsorge gearbeitet. Und von dort her wollte ich auch immer nicht reine Wanderreisen machen, das ist schon so. Und wir machen aber keine religiösen Reisen. Wir machen manchmal mit Kirchen, festen Kirchengruppen, aber da kommt dann der Pfarrer mit oder der Gemeindenreferent oder sowas mit. Die machen dann auch, die beten dann morgens mit das abends oder wie sie das Programm gestalten. Die feiern dann immer die Messe oder die Andacht, wenn es ein evangelischer Pfarrer ist. Das gibt es schon, das machen wir nicht. Wir bieten dann schon mal an, gerade wenn man in Santiago ist zum Beispiel, dass man auch zusammen zur Pilgermesse geht. Das ist immer noch einer der Punkte, die dann doch dazu gehören, auch für die Menschen, die jetzt nicht mehr so stark kirchlich gebunden sind. Was wir immer machen, wir lesen morgens, so ähnlich wie ich das früher in Jugendfreizeiten auch gemacht habe, wir bieten das an, wir lesen morgens einen kleinen nachdenklichen Text vor. Das sind natürlich freiwillig die Teilnehmer, aber bisher habe ich noch nicht erlebt, dass jemand nicht daran teilgenommen hat. Da kommt schon mal Gott vor, aber das sind auch manchmal Texte, wir haben vom Dalai Lama einen Text oder von Leuten, die gar nicht religiös sind. Und das ist, weil die Leute erwarten einfach auch vom Jakobsweg, das ist ein bisschen mehr als ein reiner Wanderweg. Das ist schon, viele kommen schon mit so einer gewissen spirituellen Idee oder die wollen auch zumindest mal über den Sinn ihres Lebens nachdenken. Oder viele zum Beispiel kurz vorm Ruhestand, was mache ich jetzt mit den restlichen Jahren meines Lebens, wie fülle ich die mit Sinn? Ja, bisher war die Arbeit wichtig, Kinder sind aus dem Haus und sowas, wie mache ich es, gehe ich jetzt einfach weiter? Oder
ist immer wieder vorkommt, Lebenspartner ist gestorben, ne? Wie gestalte ich jetzt den Rest meines Lebens? Und das ist für mich immer schon auch, sind auch spirituelle Ansätze, den Jakobsweg zu gehen. Also das ist, ich glaube nicht, dass man irgendeinen Fernwanderweg mit der Idee macht, wie gehe ich jetzt mit den restlichen Jahren meines Lebens um. Mhm. Ja, aber im Jakobsweg ist das, gehört es mit dazu. Neben den anderen schönen Dingen, die man erleben kann, kriegt man das so als Gratisangebot dazu. Okay, das heißt, es gibt sozusagen so ein bisschen Input am Morgen, was man dann mit in den Tag nehmen kann, wenn man möchte, als Angebot. Und wenn die Leute, das würde mich ja auch nochmal interessieren, in Santiago ankommen, Sie haben schon gerade gesagt, da gibt es noch das Angebot, eventuell an der Pilgermesse teilzunehmen. Das ist ja schon, also ich sag mal, wenn man jetzt, die meisten sind ja wahrscheinlich auch nicht alle katholisch oder was die jetzt ihre Pilgerreisen mitmachen, sondern das ist ja ganz unterschiedlich. Es gibt ja auch in der evangelischen Kirche einen Wahnsinnsboom. Ja. Die versuchen das Thema Pilgern ja auch zu besetzen in den letzten Jahren. Ich habe mich immer gefragt, was das wohl für die Leute, was sie für einen Eindruck haben, wenn die in Santiago in dieser Kirche ankommen. So, und da mit dem, ne, die riesen... Die Weihrauchgondel. Und alles, was dazugehört, die Leute alle vor den Beichtstühlen knien und so weiter. Ja. Das ist ja ein Bild, was ich, wenn ich nicht jetzt in einer katholischen Kirche groß geworden bin, was einen dann erstmal ganz schön irritieren kann. Oder ist das für die Leute dann sowas Tolles, sowas Besonderes, dass sie dann genau, dass es eigentlich genau das ist, womit sie so gerechnet haben am Ende dieses Pilgerweges, muss ja irgendwas völlig Außergewöhnliches kommen, was sie sich irgendwie gar nicht vorstellen können. Weil das ist ja schon weit weg von unserer Alltagsrealität und es ist auch weit weg von dem, was heute in katholischen Kirchen, sag ich mal, hier in Deutschland passiert. Ja. Es ist ja schon anders. Also ich bin auch katholisch aufgewachsen, hatte da jetzt keine, musste mich da nicht reinfühlen. Ich konnte da nicht so mit anfangen, irgendwie, als ich mal da gewesen bin. Und das war für mich irgendwie so gar kein Problem, weil ich wirklich das kannte alles, mir das alles bekannt vorkam. Aber ich weiß noch, dass meine Frau das völlig merkwürdig alles fand. Also für die war das sehr exotisch. Das kann man gut nachvollziehen, also zumal es dann ja auch noch alles in Spanisch ist und man gar nicht mehr weiß, was da gerade passiert. Als guter Katholik weiß man natürlich, wo die Liturgie gerade, in welcher Stelle sich die Liturgie befindet. Ich weiß nicht genau, wie es ist, weil ich bin da hingegangen, für mich war das halt auch eher vertraut. Ja. Ich weiß, zum Beispiel weiß ich, dass 2004 die ganzen 800 Kilometer gelaufen bin und der emotionalste Moment war für mich wirklich in die Stadt reinzukommen. Und da habe ich also von der Grenze der historischen Stadt bis zur Kathedrale habe ich halt die ganze Zeit rumgeheult. Ja. Okay. Und als ich dann in die Kathedrale reinging, war es schon gar nicht mehr, da war schon vieles sozusagen draußen. Aber es ist immer noch für viele wichtig, aber das ist nicht so, dass das der unbedingt für alle der absolute Höhepunkt ist. Oder? Und wir haben mit Sicherheit höchstens 30% Katholiken oder ehemalige Katholiken und so. Und für die anderen, wir empfehlen das immer, ich gebe auch manchmal ein paar Hinweise, was man denn macht, wenn die Katholiken sich hinknien, dass man dann ruhig sich hinsetzen kann oder so. Und dass man jetzt nicht unbedingt die ganze Messe durch die, vor allem das Butter von Mero nicht mit, das sollte man sich live angucken und nicht durch Smartphone so. Und sowas und einfach, sage ich, das ist eine schöne Chance, einfach am Ende des Weges nochmal Ruhe zu finden. Und das ist dann auch irgendwann eine ruhige, entspannte Atmosphäre. Die achten auch drauf, dass dann, wenn es auf die Messe zugeht, dass das Gerede dann aufhört und so weiter. Einfach das zu nutzen, auch wenn man jetzt nichts von der Messe mitbekommt, aber einfach zu nutzen, dass man mit so vielen Pilgern zusammen ist und so die Gemeinschaft auch mal nochmal zu spüren. Und das ist ja auf dem Weg. Häufig sieht man gar nicht so viele Pilger, auch wenn viele unterwegs sind, aber alle laufen ja im gleichen Tempo. Deswegen man sieht so Pilger dann immer mal wieder, aber man sieht halt nicht, wie viele es sind. Und Santiago merkt man auf einmal, so viele sind mit mir auf dem Weg gewesen. Und von allen Seiten inzwischen kommen ja die Pilger. Und das einfach zu genießen als gemeinsamen Moment der Besinnung und der Stille. Also. Aber es ist schon das Ankommen. Und die Reliquien werden eher als, wie soll ich sagen, werden nicht als spirituelle Objekte, sondern als
touristische Objekte wahrgenommen wahrscheinlich. Ja, das ist, also es ist bis heute ja gar nicht sicher, ob wirklich die Gebeine des heiligen Jakobus dort liegen. Also es gibt, man hat das Grab aufgemacht und man weiß, dass es sehr alte Gebeine sind. Das könnte sein, aber die Wahrscheinlichkeit spricht eigentlich dagegen. Mhm. Aber einer unserer vorgehenden Päpste hat gesagt, ohne jeden Zweifel ist sein Geist hier. So ja. Machen das die Päpste. Genau, das ist eine diplomatische Antwort. Und was man, ich bin zum Beispiel als junger Mensch auch mal nach Lourdes mitgeschleift worden, ja. Sozusagen. Das war ja so zufällig. Mhm. Und habe natürlich damals große Bedenken gehabt, so Marienverehrung und sowas, ja. Aber ohne jeden Zweifel ist ein Lourdes ein ganz besonderer Ort und auch ein besonderer Ort des Gebetes natürlich und der Gemeinschaft. Aber das, man spürt irgendwas. Und so ähnlich ist es in Santiago auch. Es ist die Frage, ist das jetzt rein menschengemacht oder hat Gott so einen kleinen göttlichen Funken darunter geschickt? Das kann der Gläubige anders beantworten als der nicht glaubende Mensch. Ja? Aber es gibt, ich habe noch keinen getroffen, der nicht sagt, in Santiago ist schon, das ist schon was Besonderes, wenn man da hinkommt. Man kann pilgern, wir bilden ja auch Pilgerreisen an, wo man am Ende, zumindest wenn man den ersten Teil des Camino Francés zum Beispiel, ja, geht, wo man nicht nach Santiago ankommt. Das ist auch tolles, vollwertiges Bilder und so, mhm, aber irgendwann sollte man dann schon mal in Santiago ankommen. Ja. Das ist dann auch schon mal, abgesehen davon ist es eine wunderschöne Stadt. Also das ist eine der, ich sage mal, das ist die einzige Stadt, die spanische Stadt, die auch im Regen schön ist. Also es ist ja, regnet da im Norden ja sowieso viel und also es ist wirklich eine ganz fantastische Stadt. Ja. Es ist ja so, dass diese Orte, meine, im Mittelalter war es ja für die Menschen ganz wichtig, die heiligen Reliquien, die Objekte zu sehen. Die waren ja eigentlich überhaupt, oder das Sehen, das Betrachten war ja eine Voraussetzung dafür, irgendwie das Seelenheil dann letztendlich, ja, zu fangen. Und das war ja der Sinn und Zweck der ganzen Reise. Das ist heute also nicht mehr der Fall, kann man nicht sagen, dass das die Leute noch umtreibt. Oder hatten Sie auch schon mal welche dabei, die gesagt haben, ja, dass es für Sie wichtig war? Die Reliquienfrömmigkeit gibt es auch in der, richtig konservativen katholischen Kirche nicht mehr eigentlich. Ja. Man praktiziert noch die Tradition sozusagen, dass in jedem Altar ist irgendwie eine Reliquie noch eingebaut, aber das ist nicht mehr wichtig eigentlich für den Glauben. Der mittelalterliche Mensch war ja per se erstmal viel religiöser. Das war, man muss sich, kann sich den nur als religiösen Menschen vorstellen. Und, aber es gab auch schon im Mittelalter Leute, die nicht gepilgert sind aus rein religiösen Motiven. Also sowas wie Abenteuer, Lust und mal von zu Hause rauskommen. Das einzige Mal im Leben, das war für viele die einzige Möglichkeit, mal eine Reise zu machen. Ja, mal eine Pause der Leibeigenschaft zu haben oder sowas. Mhm. Ja. Und das waren sicher auch Motivationen, die es im Mittelalter schon gab. Und vielleicht ist auch der eine oder andere gepilgert rein aus Abenteuerlust und nicht aus religiösen Motiven, aber eigentlich war das immer klar. Und man hat dann zum Teil auf dem Weg nach Santiago große Umwege in Kauf genommen, um dann nochmal die Reliquie des heiligen, ja, Martin sich anschauen zu können oder so. Das ist aber auch so ein bisschen wie heute die Leute Instagram-Fotos unbedingt. Ich muss mich eben vor der Sagrada Familie und dann muss ich mich vor dem ablichten lassen. Und so ähnlich haben die diese Highlights auch mitgenommen auf dem Jakobsweg. Also man wollte eigentlich nach Santiago de Compostela, aber hat auf dem Weg dahin möglichst berühmte Reliquien auch nochmal abgeklappert. Ja, also, ja. Und im Gegensatz zu, die hatten ja mehr Zeit, weil die sind ja im Gegensatz zu heute nicht mit dem Flugzeug zurückgeflogen. Mhm. Die mussten ja wieder zu Fuß zurück. Also dann konnte man nochmal den Umweg über die Reliquie machen, oder? Das stimmt. Das war ja sehr beliebt. Es gab ja auch Leute, die im Auftrag gepilgert sind. Also das die gar auch nicht. Die gar nicht selber im Prinzip ihre eigene Mission verfolgt haben, sondern bis so im Prinzip die Mission anderer erfüllt, ja, haben. Mhm. Aber das ist natürlich, kann man heute sagen, ist da klang schon gerade mal an, also es gibt Instagram-Motive so auf der Tour, also so wie es früher vielleicht die Reliquien gab, die man sich angeguckt hat, heute die Fotospots, die waren die Must-Haves auf dem Camino? Also, oder? Ja, zu Instagram kann ich da nicht so viel sagen, weil ich da nicht so aktiv bin. Ja. Und, aber ich in Santiago ist das natürlich, auf Facebook sehe ich dann manchmal Fotos, da bin ich ein bisschen öfter. Und das ist zum Beispiel klar, das klassische Foto ist, sich vor der Kathedrale fotografieren lassen. Also man hat bei einigen Leuten den Eindruck, wenn
wenn man das nicht, also früher war das so, die Pilgerreise war nichts wert, wenn man nicht zum Grab des heiligen Santiago, des heiligen Jakob ging und die Messe mitgefeiert hat und vorher die Beichte abgelegt hat. Ja, und heute hat man den Eindruck, für manche Leute ist die Pilgerreise erst dann wertvoll, wenn sie das dieses Foto, Bild für sich vor der Kathedrale und dann bei Facebook reinzustellen hat. Da kenne ich keinen, der nach Santiago pilgert, das ist nicht so ein Bild postet. Und dann gibt es natürlich auf dem Weg auch so ein paar bestimmte Orte, wo die Leute sich auch dann immer ablichten und das bei Facebook reinstellen. Wer das macht bei Facebook, ja, das, die Mehrzahl der Pilger, die dort ankommen, sind jetzt nicht so die klassische nicht die Generation, ne? Ja, Facebook oder Instagram Community. So. Es gibt ja auch immer mehr junge Leute, die das für sich irgendwie entdecken. Also gibt es ja sogar auch solche, jetzt schon so erste Jugendorganisationen, glaube ich, auch in der evangelischen Kirche, die sich jetzt nur den Pilgern widmen oder so Austauschplattformen. Und da, glaube ich, tut sich einiges. Da gibt es, glaube ich, eine relativ große Community inzwischen, die das auch so ein bisschen wie statt Work and Travel oder sowas, der dann irgendwie pilgert geht. Ja. Also momentan ist ja wahrscheinlich gar nichts los oder wenig los. Gibt es ja wahrscheinlich nur individual Pilgernde und Einheimische. Für sie liegt ja das ganze Geschäft wahrscheinlich komplett brach. Also es fängt jetzt langsam wieder an. Also die in Spanien war es für die Spanier zum Beispiel verboten zwischen den verschiedenen Bundesländern, wenn auch Deutschland. Weil die Ausgangssperre ging noch bis heute, glaube ich, oder so, war es verboten, da rüberzugehen, ohne eine Erlaubnis zu haben oder einen beruflichen Anlass. Und die Pilger hat man aber schon gelassen. Das ist bis heute noch so, in Spanien sind die Pilger so ein bisschen heilig, ja. Die durften. Ja, die hatten, aber es war nicht legal sozusagen, aber es wird mal geduldet. Es fängt jetzt wieder an, also in Galicien haben die Pilgerbergen schon länger auf. Ach so, die Hotels machen nach und nach auf. Und die, also es normalisiert sich jetzt. Wir merken das auch. Es gibt jetzt mehr und mehr Buchungen, auch bei uns, oder Anfragen für Reisen, die wir organisieren sollen. Und aber das letzte Jahr, klar, das war wirtschaftlich gesehen für uns eine Katastrophe. Also wir hatten ohne Kurzarbeit und ohne staatliche Unterstützung, Überbrückungsgeldern, hätten wir den Laden dicht machen müssen. Ja. Was schade gewesen wäre, weil wir sind im Bereich der Gruppenreisen wirklich der größte Anbieter und alle sind immer vor 100 Euro im protestantischen Bremen oder im säkularisierten Bremen so ein Pilgerunternehmen sitzt. Das hat ist vielleicht auch Zufall, weil ich mal irgendwann hier hingekommen bin, aber das wäre schade auch für Bremen natürlich, weil wir da zumindest im deutschsprechenden Bereich schon einer der großen waren, obwohl wir auch nur, also im Moment habe ich 5 Angestellte halt, die sind aber noch, ist immer noch ein ganz kleines Unternehmen. Ja, gut. Aber immerhin, also 5 Mitarbeiter ist ja schon. 5 Arbeitsplätze. 5 Arbeitsplätze ist ja schon, schon doch einiges. Aber ist das insgesamt ein hart umkämpfter Markt? Also so jetzt nicht nur von Deutschland aus betrachtet, auch dort vor Ort jetzt. Weil ich hatte mir mal die Statistiken angesehen der letzten Jahre. Das ist ja doch unglaublich international. Es gibt ja auch ganz viele Pilger oder ganz viele Menschen, Touristen aus Asien, aus Korea, aus Japan, die pilgern oder zumindest so das letzte Stück gehen, immer das letzte Teilstück. Ja. Ist das ein ganz eigenes Marktsegment? Von Transfer, also ich, Unterbringung und so weiter. Gibt es da eine richtige Struktur vor Ort? Mir ist das nur nicht aufgefallen. Ich bin aber auch nur mit dem Auto gewesen. Also erstmal im Bereich der organisierten Pilgerreisen, muss man sagen, in Deutschland haben wir eine Handvoll Unternehmen, die da aktiv sind. Ja. Im Vergleich jetzt zu denen auf zum Beispiel im englisch sprechenden Markt, muss man sagen, das sind alles gute Unternehmen, die nicht auf die Klasse als auf Masse setzen, die verantwortlich damit umgehen und so. Das ist, unterscheidet uns ein bisschen von dem englisch sprechenden Markt. Da gibt es Unternehmen, die wirklich massiv reingehen, die unglaublich viel Gelder in Werbung stecken, die behaupten, sie wären das beste Unternehmen Europas oder sowas in Pilgerreisen. Oder die Nummer 1 in Deutschland, was dann definitiv natürlich nicht stimmt. Ja. Und das ist deutlich härter umkämpft. Das englisch sprechende Segment ist stark umkämpft. Also im Bereich aber immer nicht die Gruppenreisen, wie wir das machen. Das ist halt
von vielen dieser Unternehmen halt auch zu viel Aufwand. Es geht dann eher darum, mal für Einzelreisende oder Grüppchen oder sowas zu organisieren. Das ist natürlich viel einfacher, weil man auch keine Reiseleiter braucht, die kompetent sind, die muss man nicht ausbilden und so weiter. Und dieser Bereich ist im englisch sprechenden Bereich, also was ich beobachte, ich beobachte den Markt ja auch nur, also nicht komplett, ich bin ja kein Volkswirt oder sowas, das ist schon deutlich umkämpft. Und der wirtschaftliche Aspekt ist beim Jakobsweg natürlich wichtig. Also beobachte das im Grunde intensiver seit 2002 und dann mehr und mehr intensiv. Bin durch die Wirtschaftskrise 2008 mit den Leuten gegangen. Ich habe Kinder gesehen, die dann in der Familie aufgewachsen sind, die jetzt Teenies sind und so weiter. Habe da Freunde, die ich seit 15 Jahren zum Teil kenne. Und da ist eine ganz enge Verbundenheit mit den Menschen. Und für viele von denen ist es einfach, dieser wirtschaftliche Aspekt natürlich wichtig. Also, das war im Mittelalter aber nicht anders. Also, im Mittelalter sind Dörfer und Städte nur für Jakobspilger entstanden. Da sieht man, dass in bestimmten Bereichen der Meseta sind die Dörfer immer im Abstand einer Tagesetappe. Ja. Und das Dorf ist nur sozusagen, heute hat es drei Straßen, also die Hauptstraße ist immer noch der Camino Real, der Jakobsweg. Ja. Und dann gibt es rechts und links eine Seitenstraße, aber das ganze Dorf ist halt nur so langgezogen. Und oder Könige haben Städte gegründet für die Jakobspilger. Ist entstanden für die Jakobspilger, damit die dort städtisch sich erholen konnten. Oder Astorga, wo ich viel bin, die hatten im Mittelalter 30 Pilgerherbergen. Das waren alles kleinere. Ja. Und das war natürlich ein wirtschaftlicher Faktor. Das war wichtig für die Leute. Und das ist heute auch so wichtig. Es wird manchmal geschimpft über die Kommerzialisierung des Jakobsweges. Aber ich muss sagen, alles in allem ist das eigentlich eine gute Kommerzialisierung. Es gab die sowieso im Mittelalter genauso. Ja. Und es ist immer noch eher sanfter Tourismus, also Massentourismus ist ganz selten. Es gibt fast keine großen Hotelketten oder so, die sich da... es gibt natürlich in den großen Städten, Burgos-Leon gibt es Hotels von Ketten oder so, aber das ist jetzt nicht irgendwie mehr geworden. Also es gibt aber viele kleine oder mittelgroße Hotels, die dazu gekommen sind. Und ganz schön ist es auch für die Dörfer, weil es gab Dörfer, die waren fast tot. Ja, da haben nur noch die Alten gewohnt. Und wenn man in Rente, sein Geld verdiente man in Madrid. Und wenn man in Rente ging, ging man vielleicht zurück ins Dorf. Aber vielleicht auch nicht, weil man Enkelkinder hatte oder so. Ja. Mhm. Und aber diese Dörfer sind neu belebt worden durch den, seit in den Ende der 80er setzt ja so ein Boom ein. Und deswegen sind die Dörfer überleben. Und rechts und links die Dörfer, vielleicht die profitieren auch noch ein bisschen. Und dann irgendwann kommt man wieder in die Dörfer, wo die Alten irgendwann das Licht ausmachen am Schluss. Ja, das stimmt. Ja, das ist ja auch so gewesen. Das haben wir auch festgestellt bei den vielen kleinen Pilgerorten, mit denen wir uns beschäftigt haben. Gerade hier im norddeutschen Raum, das ist immer als erstes für die Kapelle gebaut, ne? Dann als nächstes die Herberge und die Gastwirtschaft. Ja. So, und das ist eigentlich so ein festes Ensemble, dass jeder kleine Pilgerort hatte eine Gastwirtschaft, hatte eine Herberge. Ja. So, das gehört einfach fest zusammen und insofern spielte dieser wirtschaftliche Aspekt immer eine große Rolle. Und es wurde auch viel gerechnet. Auch die Souvenirs spielen ja schon eine Rolle, die vielen Pilgerzeichen, die wir im Stadehafen gefunden haben, die ja zu Tausenden verkauft wurden. Das waren ja wirklich die ersten Souvenirs, die man so kaufen konnte und die tatsächlich auch nicht so eine große, hoch aufgeladene religiöse Bedeutung jetzt hatten. Das, vielleicht haben einige das auch noch mit an ihren Haushaltstag gepackt oder so, aber man hat das erstmal getragen, um zu zeigen, dass man unterwegs war. Ja. Aber man muss sich schon vorstellen, dadurch, dass die auch alle in den Kloaken auftauchen, in den Städten, dass sie im Hafenbecken auftauchen, die sind auch weggeschmissen worden. Das heißt, es war auch ein Wegwerfartikel. Waren ja so ganz frühe erste Bildzeichen dann auch, die sich die Leute mal so leisten konnten, wo was drauf abgebildet war. Es gab ja sonst keine Bilder eigentlich in der Zeit. Aber das ist schon ganz spannend, dass das schon immer damit auch verbunden war, mit dieser Reise. Man bringt sich was mit von der Reise. Das gehörte immer schon dazu und spielt bisher. Also eine der wichtigsten, die Einfahrtsstraße nach Santiago rein, ist die Straße der Muschelverkäufer. Also der Jakobsweg war ja immer verbunden mit der Muschel, mit der Jakobsmuschel, Jakobsmuschel. Und die eine Straße heißt bis heute noch die Straße der Muschelverkäufer. Die mussten damals 20% Steuern an den Bischof bezahlen, dafür, dass sie dort Muscheln verkaufen konnten. Das war wie heute die Kirchensteuer in Deutschland zum Beispiel ist, davon musste der Bischof sich dann finanzieren. Und das war ein Massengeschäft auch damals schon. Ja. Die sind alle zur Küste gerannt und haben Muscheln gesammelt und haben sie dann dort an die Pilger verkauft.
Und man geht davon aus, dass im Mittelalter auch die Zahl unglaublich hoch war. Also vielleicht vergleichbar sogar mit heutigen Zahlen, was aber im Mittelalter natürlich einen ganz anderen Prozentsatz der Bevölkerung Europas ausgemacht hat. Das ist, man weiß das ja, es gibt ja viele Pilger, haben sich dann auch begraben lassen mit ihrer Muschel und deswegen weiß man, dass es bis ins hohe Baltikum hinein Jakobspilger gab. Was kann man an diesem, was wir heute so leichtfertig Souvenir nennen, sagen? Ja. Es war halt nur die Muschel, aber die kriegte man auch nur, oder die durfte man nur tragen. Die gab es natürlich in Frankreich auch schon zu kaufen, aber die durfte man eigentlich nur tragen, mit nach Hause tragen, wenn man nach Santiago zum Grab des Heiligen Jakob gepilgert war. Ja, solche haben wir im Stader Hafenbecken auch gefunden. Das gehört schon fest mit dazu. Noch eine letzte Frage hätte ich, welche Rolle spielen für die Menschen heute diese Wege, diese Authentizität? Also ist das für die total wichtig, dass sie das Gefühl haben, sie sind genau auf diesem Weg, auf diesem historischen Weg? Es gibt ja auch immer neue Routen. Ich hatte jetzt gesehen, sie haben ja auch eine Route im Angebot hier in Norddeutschland, von Schleswig nach Lübeck. Das sind ja teilhistorische Routen, so zwischen Gettorf, Brosa und so weiter. Ja. Klar, auch zwischen historischen Pilgerorten, an denen die sich orientieren zum Teil. Teilweise sind die aber, muss man die ja schon auch als touristisch bezeichnen, dass das eher touristische Routen sind heute, die sich auch vor allen Dingen hier jetzt so rund ums Baltikum und so weiter entwickelt haben, die wenig eigentlich mit den historischen Routen zu tun haben. Ist das freier hier oben und anders wieder in Spanien, wo dann doch das für die Leute total wichtig ist, eben auf dem einen Weg unterwegs zu sein, spielt deswegen auch diese Endroute, weil die so diese Originalität noch vermittelt, so eine besonders große Rolle? Also es gibt so eine Unterscheidung, man nennt diese Wege hier in Norddeutschland zum Beispiel dann Wege der Jakobspilger, während man vom Jakobsweg eigentlich nur spricht, einmal die historische Route der Camino Francés hat. Und die vier Zubringer, die aus Frankreich, aus Zentralfrankreich kommen, weil das sind Wege, die sind entstanden nur über die Jakobsbürgerschaft. Ja. Die Dörfer, die ich beschrieben habe, die nur entstanden sind, weil die Jakobsbürger dort angelaufen sind. Und es gibt diese Wege der Jakobsbürger, die haben aber in der Regel in Deutschland zum Beispiel die Wege benutzt, die sowieso Handelsrouten waren. Ja, das waren. Da gab es dann auch schon diesen Abstand von 20, 30 Kilometer Tagesetappen, weil die Händler da lang gezogen sind. Sind ja auch die deswegen sind das die Wege, die auch die Jakobswege benutzt haben. Und es gibt so den richtigen Jakobsweg in Deutschland eigentlich nicht. Aber man weiß von vielen Städten ganz sicher, dass dort Jakobsbürgerschaft stattgefunden hat. Hier in Bremen gibt es das Jakobushaus und so weiter. Das weiß man aus mittelalterlichen Urkunden oder Beschreibungen oder Vorkommnissen, das weiß man. Oder Stade war auch ganz sicher. Da werden auch Pilger mit dem Schiff dann Teile zurückgelegt haben, wenn das im Hafen war. Das ist ganz sicher, dass das Stationen waren, aber man weiß nicht genau, wo der Weg lang gegangen ist. Also von hier nach Osnabrück zum Beispiel sind die wahrscheinlich vielfach einen Weg gegangen, wo heute die A1 ist. Wenn man heute pilgert, geht man natürlich nicht über die A1, sondern es geht dann drumherum. Ja. Also die Jakobusfreunde, die sich sehr bemühen, auch in Deutschland Wege auszuschildern, die suchen dann natürlich Wege, wo man angenehm gehen kann und nicht auf den Seitenstreifen der A1. Also das geht halt nicht. Und den Leuten ist das, also wir pilgern zum Beispiel sehr gut oder sehr beliebt, ist der Weg, der in Porto anfängt und nach Santiago hochgeht, das von Portugal nach Galicien und dann Santiago geht. Und da weiß man eigentlich nicht ganz genau. Man weiß Stationen, aber man weiß nicht, wo die Wege genau sind. Also nicht so wie dieses Dorf, wo man weiß, okay, hier werden sie wohl angegangen sein. Das weiß man nicht und den Leuten ist es nicht so wichtig. Den Leuten ist es wichtig, dass sie wissen, dass sie auf dem Jakobsweg sind. Und der Spanier sagt sowieso, es gibt so viele Jakobswege wie Jakobsbürger. Der beginnt da, wo du wohnst und dann das ist ein bisschen weit von Bremen dann zu gehen. Ja. Aber was man merkt, zum Beispiel, wenn man dann in so einem Dorf ist wie Anillos del Camino und mit den Leuten so darüber spricht, dann sind die auf einmal sehr ergriffen davon. Ja. Ja. Weil sie wissen, also das ist das, was wir als katholische Theologen auch mal sagen. Also wir sind einmal die Gemeinschaft, die jetzt gerade hier untereinander ist, aber wir haben auch die Gemeinschaft mit Leuten, die seit über 1000 Jahren diesen Weg gehen. Ja. Millionen und Millionen von Menschen, mit denen ich zusammen auf dem Weg war. Ne? Und das ist natürlich an solchen Orten wie Onias oder woanders ergreifend. Ja. Oder in Galicien, manche Hohlwege, du weißt, der ist nur entstanden, weil hier die Jakobswege lang gelaufen sind. Ja. Das ist so 1000 Jahre Geschichte und du darfst das genießen, indem du dort langläufst. Das spricht die Leute schon doch auch sehr an. Das ist schon. Da ist man ergriffen, Ja, super.
Ja, ich sag mal vielen Dank. Ich fand es unheimlich spannend, mal zu hören, wie das sozusagen aus Unternehmersicht sich darstellt. Ja. Und dass man doch mal wieder gucken konnte, wie das, wie heute die Motivation der Leute ist und wie man ein Pilgerreiseunternehmen führt. Ja. Vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank für den guten Wein. Einen Rest haben wir noch.